Ja, hallo Freunde, ich bin's mal wieder, der Alex. So, hier ist sie, hier drin. Die neue Geheimwaffe für Grillen, Camping und für Leute mit gutem Geschmack sozusagen. Gibt ein großes Problem sozusagen. Viele Grillgewürze, auf jeden Fall viele, die man kaufen kann, haben sehr viel Salz. Und Salz und Zucker ist praktisch der Feind. Fett ist nicht der Feind, aber zu viel Salz und zu viel Zucker ist sehr schädlich. Natürlich, zu viel Fett ist auch schädlich, aber das würde man freiwillig gar nicht zu sich nehmen, zu viel Fett. Na ja gut, wenn man jetzt ganz viel Wurst isst, vielleicht doch automatisch, aber mache ich ja nicht. Aber ich weiß, dass in Grillgewürz sehr viel Salz drin ist. Und deswegen zeige ich euch mal, wie ich mein Grillgewürz schon seit Jahren selber herstelle. Vor allen Dingen, das ist total lecker. Ganz salzarm, aber schmeckt sehr salzig. Und wie mache ich das? Ja, das wollt ihr natürlich mal wissen. Und das werde ich euch jetzt auch zeigen und sagen. Und das könnt ihr dann genauso nachmachen. Ist nämlich ganz einfach, ein Grillgewürz herzustellen mit ganz wenig Salz. Und das zeige ich euch jetzt. Am Ende werden wir dann drei solche Gläser haben. So, das ist das Resultat aus meiner selbst hergestellten Grillgewürzmischung. Und normalerweise wäre da drin diese Menge an Salz. Also in diesen drei Gläsern gekauften Grillgewürz ist diese Menge Salz drin. Also richtig viel. Und das ist gar nicht gut für die Nieren. Vor allen Dingen, man nimmt ohnehin schon sehr viel Salz zu sich. Da sollte man nicht auch noch im Gewürz oder im Grillgewürz auch noch sehr viel Salz zu sich nehmen. In meinem Grillgewürz, was ich herstelle, ist diese Menge Salz drin. Also in diesen drei Gläsern, das entspricht dieser Menge Salz. Und trotzdem ist mein Grillgewürz relativ salzig, weil ich das nämlich mag. Wenn es ein bisschen salzig schmeckt, das ist halt so. Das ist halt bei den Menschen allgemein so, dass viele Menschen den Salzgeschmack sehr mögen, vor allem beim Grillgewürz oder beim Grillen, so einen rauchigen, salzigen Geschmack. Und das ist bei mir nicht anders und wahrscheinlich bei euch auch. Aber in diesen drei Gläsern ist diese kleine Menge Salz drin und es schmeckt trotzdem ganz salzig. Macht es mir nach. Ich werde euch mal zeigen, wie ich das mache. Ich war beim Aldi gewesen. Aldi Süd ist das, glaube ich, ja, ja, Aldi Süd, der bei uns ist. Und da bekommt man ja diese Paprika, habe ich da geholt, fünfmal Paprika, edelsüß, zweimal Rosenscharf, einmal Knoblauch und dann meine Geheimwaffe, diese Bouillon, die ich da rein tue, wodurch ich auch diesen salzigen Geschmack erreiche. So, kann man ganz einfach nachmachen. Ich zeige euch jetzt, wie ich es gemacht habe. Und los geht das! So, Freunde, das ist jetzt alles das, was wir brauchen, um ein vernünftiges Grillgewürz herzustellen. Wir fangen mal hier oben an. Also erstmal 1, 2, 3, 4, 5 Paprika, edelsüß. Alles aus dem Aldi überwiegend. Ja gut, zwei sind jetzt hier aus dem Lidl, aber man soll alles besser im Aldi holen, dann hat man direkt 5 Stück. Also 5 Stück von diesen edelsüß braucht man. Dann hier von diesem Rosenscharf, also der etwas schärfere Paprika 2. Ja, man kann das auch selber ein bisschen mischen. Wenn man jetzt nicht ganz so scharf haben möchte, nimmt man einen weniger. Wenn man es sehr scharf haben möchte, nimmt man einen mehr. Also ich nehme immer 5 Stück von diesen Edelsüß, 2 von diesen Rosenscharf. Jetzt kommt meine Geheimwaffe. Die Geheimwaffe heißt klare Hühnerbrühe aus dem Aldi. Alle Produkte habe ich übrigens im Aldi gekauft, also überwiegend. Dann ein Paket, hier so eine Dose hier mit dem Knoblauch. Aber wir brauchen dann hinterher davon nur ein halbes. So, und einmal Curry, auch aus dem Aldi. Wichtig ist diese Hühnerbrühe hier. Das ist nämlich unser Salzersatz bzw. unser Geschmacksverstärker sozusagen, dem ganzen Grillgewürz hinterher den Pep gibt, beziehungsweise was das Grillgewürz auch dann richtiger Aroma verleiht. Ungefähr ein Zehntel von dem, was in einem normalen Grillgewürz drin ist,
Viele Grillgewürze bestehen zu 50%, 40% nur aus Salz. Und Salz ist nicht so gut, Freunde. Ja? Also in dem Grillgewürz, was wir jetzt hier herstellen, ist diese Menge Salz drin. Bisschen Salz muss halt drin sein. Salz ist auch ein Geschmacksträger. Ganz ohne Salz geht's also nicht. So, da wollen wir jetzt mal anfangen. Also, edelsüß. Einmal. Zwei edelsüß. Ich habe die natürlich alle schon vorher aufgemacht, ja, und das Papier entfernt. Drei. Vier. Fünfmal edelsüß. So, jetzt zweimal rosenscharf. Na, komm raus. Na, der wollte nicht ganz so, wie ich wollte. So, zweimal rosenscharf. Dann einen Curry. Dann nehme ich einen Knoblauchpulver. Naja, dann nehme ich die Hälfte. Da ist mir doch der ganze ein bisschen zu viel. Oh, ungefähr die Hälfte nehme ich davon. Ja. Wer es nicht so gerne knoblauchmäßig mag, kann ja ein bisschen weniger nehmen. So, und die gute Hühnerbrühe. Unser geheim Geschmacksverstärker. So, da gibt es natürlich eine große Menge Grillgewürz. So, das rühre ich jetzt alles schön durch. Ganz toll alles, richtig vermengen. Und ich schwöre euch, das ist richtig lecker und hat einen ganz, ganz kleinen Salzgehalt. Schmeckt aber trotzdem unheimlich lecker salzig, beziehungsweise lässt einem wirklich das Wasser im Mund zusammenlaufen. Man muss natürlich alles genau, richtig gut, am besten auch mit einer Gabel mal durch hier rühren. Das muss alles vermengt werden, ja. Ist ja klar dann, ja. So, Freunde. Und fertig ist das Grillgewürz. Fertig. Jetzt tue ich das schön abfüllen. Ich habe hier mein Glas, wo das hier reinkommt. Ich habe hier so ein Teil mit so einem Deckel. Ja, so ein Plastikdeckel drauf, damit das Gewürz, weil das würde sonst, ansonsten würde das Gewürz würde Wasser ziehen. Und damit das schön trocken bleibt, ist das bei mir hier in so einer Dose drin. Ja. Und das ist mein Rezept Grillgewürz. Preiswert, unheimlich lecker und absolut salzarm und trotzdem sehr absolut top im Geschmack. Versucht es. Versucht es und ihr werdet sehen, ich habe recht. Die ganze Sache hat jetzt, weiß ich was, 6, 7 Euro gekostet. Und dafür hat man ein ganzes Jahr Grillgewürz. Da ist ja richtig hier eine große Menge hier, die man hier hat. Ja. Da kommt man doch lange mit aus. Wunderbar. So, Freunde, dann wollen wir jetzt am Ende noch mal ein kleines Fazit ziehen. Was sage ich dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Super Sache eigentlich. Ja, ich denke mal, dass das für jeden gut geeignet ist. Viele Leute grillen ja jetzt. Es kommt ja jetzt die Grillsaison, der Frühling, der Sommer.
Und für mich reicht jetzt diese Menge, reicht für den ganzen Sommer bzw. Frühjahr, reicht für mich aus. Wer natürlich eine Familie hat, der müsste dann halt von der Menge her mehr machen. Aber probiert es aus, sagt mir, wie es schmeckt. Daumen hoch wäre schön für das Video. Bei mir auf dem Kanal gibt es keine Werbung. Und deswegen ist meine Bezahlung ein Daumen hoch von euch. Also Daumen hoch wäre schön. Wenn ihr noch nicht habt, Kanal abonnieren. Bei mir geht es ja überwiegend um 125 Kubik Motorroller, aber auch halt um normale Dinge des Lebens. Alles, was mir so einfällt. Ich bin ja in vielen Sachen überqualifiziert. Und von. Ja, genau. Ich bin absolut überqualifiziert in sehr vielen Dingen. Und von daher sprudelt es manchmal aus mir raus. Und ich muss dann ab und zu mal einen loslassen hier. Und das habe ich jetzt auch wieder mit dem Grillgewürz gemacht. Wie gesagt, ich habe es abgefüllt hier in so eine Dose. Die muss also luftdicht, muss die sein, weil ansonsten würde dieses Grillgewürz Feuchtigkeit ziehen und dann ist es nicht mehr so lecker. So kann man es gut wegstellen. Das sind einfache Marmeladengläser. So, Freunde, das war es mal wieder gewesen. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns bald wieder. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut. Tschüss, sagt der Alex.